Ja, das sind wieder moin moin. Freitag. Gassi-Runde mit neuer Mütze. Guck mal. Habe ich fertig gestrickt gestern Abend. Heute Nacht. Ja, mir passt sie. Die ist aber ja für Gitte, für meine Schwester. Da muss ich ein bisschen kleiner machen. Und Gummi reinnähen kann man da wohl nicht. Ich habe gedacht, so ein ganz feines Sockengummi oder so. Heiß waschen, dass sie einfilzt. Die gehen ja eigentlich ziemlich flott, die Mützen. Wenn ich da gut bei bin, 2-3 Nächte, Abende. Und das Besondere an dieser Mütze ist, dass die Körper Flauschwolle von Maximiliano sind. Das ist ganz weiche, matschige Wolle. Die habe ich hier so überall so ein bisschen reingemacht und auch ein bisschen Silber. Für einen besonderen Flair. Ja, ich finde die toll. Zu dem H&M-Pulli und der H&M-Strickjacke. Statt eine Winterjacke trage ich sowas ja, ne? Ein Zwiebellook. Und dazu dann diese Mütze. Und das ist ein Unikum. Die gibt es keine zweimal. Cool, ne? Ich komme mir richtig vor wie ein Designer. Weil ich sag mal, so Katzen von hinten, das Pattern, das ist anders als eine Katze von hinten, kann man eine Katze von hinten nicht machen. Und die Streifen und so, das habe ich mir ja selber dazu auserkoren. Und hier so eine Mauer. Da habe ich immer 3 helle, 3 schwarze, so als kleine Steinmauer. Ich werde sie aber bei Dann wollen wir mal Hashtag 15 nochmal genauer zeigen. Ich hatte die eben auf Instagram gepostet und das Tuch. Aber da bin ich ja noch bei. Da habe ich jetzt erst fertig die Gnomstiefelchen. Scheiße. Da jagt dieser Dockenhund. Ein Retriever, ey. Bin ich froh, dass ich auf der anderen Seite bin. Obwohl, so ein Graben hält ja auch das Dockenviech nicht ab. Der ist sowas von aggro. Und dazu noch ein Aggro-Odin. Möchte ich nicht erleben. Ich habe ja zu Blut geleckt mit den Mützenstrecken. Und die sitzen, also die merkt man gar nicht. Ich habe die auch nicht so festgestrickt, seht ihr ja, ne? So, sie fällt jetzt nicht vom Kopf oder so. Hinten hat sie diese lockere Beanie-Form. Sie wärmt, aber ist leicht. Mal gucken, was für Kreationen ich mir noch so einfallen lasse. Aber ich habe jetzt teilweise nur den Faden mit verwebt, verstrickt, wie beim Vereil. Aber ich habe auch so Jacquard-mäßig so ein bisschen länger gelassen. Der ist eigentlich ziemlich stramm geführt und da kann man sich auch nicht mit den Finger so drin verwursteln oder so. Also mich stört's jetzt nicht. Aber yeah. Ja. Mein Gesicht ist so kacke trocken. Entschuldigung für den Ausdruck. Ich habe ja nun schon die 50 Plus Creme. Aber weiß ich nicht, die bekämpft 9 halt Alterungserscheinungen der Haut, aber wohl keine Trockenheit. Also wenn ich nicht aufpasse, dann sehe ich bald aus wie so ein verbranntes Butterbrotpapier zerknüllt. Echt mal. Das fühlt sich alles so an, so. Ich werde heute Abend mal ein ordentliches Peeling machen. Aber ich will ja auch, ich habe da so eine Creme, die soll ja auch so toll und gut sein. Und ganz ehrlich, die liegt oberhalb auf der, also die liegt auf der Haut, die zieht irgendwie gar nicht ein. Und dann hat man, wenn man dann schwitzt, so einen Saunafilm auf dem Gesicht. Kennt ihr das? Ganz unangenehm. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, im Frühjahr und im Frühjahr und im Winter, also so Herbst, Winter, fangen meine Augen an zu drehen.
Gibt es jetzt im Winter noch irgendwelche Pollen? Kann ich da noch allergisch reagieren? Weiß das jemand? Ich war noch nicht beim Allergietest, so jetzt. Da fällt mir nur auf, dass mir ewig die Nase läuft und ewig die Augen tränen. Das ist ja nicht normal. Oder ist das vielleicht die Empfindlichkeit der Kälte? Kann ja auch sein, ne? Aber mit der Haut, oh Gott. Also ich pell noch nicht. Ich raschel auch noch keine Schuppen irgendwie runter. Aber es ist Jammern auf höchstem Niveau, ne? Was soll's? Gibt Schlimmeres als trockene Gesichtshaut. Irgendwann hatte ich mir, ich weiß gar nicht, war das jetzt für Gesicht oder nur für Hände? Wenn man sich sowas nicht gleich aufschreibt in den Kommentaren. Ich glaube, das war für trockene Hände. Da habe ich die norwegische Formel, die gilt eigentlich für die Hände jetzt, ne? Und für die Füße gibt es die ja auch. Aber das Gesicht. Ich will eine Creme, die Feuchtigkeit spendet, wo man auch merkt, dass das Feuchtigkeit aufnimmt, aber die nicht so wie so eine Friteuse da auf dem Gesicht aufliegt. So ölig. Ist ja ganz hässlich, du. Ja, das war ja Monumentalvideo geworden und auch noch vollkommen falsch zusammengeschustert, aber egal. Wer war das? Elli Turinski oder Tucholsky? Nee, Turinski. Er hat geschrieben, wird nichts mit Schlafen gehen, sie guckt sich das aber in zwei Teilen an. 1 Stunde, 21 Minuten Monumentalgelaber und Gezeige. Wir wollen noch nichts beschreien, aber vielleicht kommt Gideon mit der Lütten, mit Elida. So, ich glaube zum 16. Sie arbeitet ja. Die Lütte geht zur Schule. Und dann wollte sie Freitag irgendwie wohl nach Feierabend, wenn es geht, losfahren. Und dann bis Sonntag bleiben. Dann habe ich gesagt, dann mache ich meine Weihnachtseinkäufe vielleicht noch. Ein paar kleine, nichts Großes. Und ja, wir wollten dann vielleicht die Weihnachtsparade uns angucken. Die läuft Adventssamstags um 14 und um 17 Uhr. Und ich habe dann gesagt, Sven, um 17 Uhr, dann ist ja wenigstens alles schön dunkel und beleuchtet, ne? Ja, mal gucken, ob sie dann kommt. Weiß man ja nicht. Ich mache da nochmal ein Fragezeichen zwischen, hinter. Ich habe sie ja dann auch schon 7 Monate nicht gesehen, beide. Im Mai zuletzt, wie wir in Italien waren. Ja, hat Gitte gestern geschrieben, die Lüde hat jetzt so schulterlange Haare, so ein, wie so ein Bobschnitt, so, nicht Bob. So ist eben halt glatt, schulterlang, rundum geschnitten, hat sehr Wellen. Und die Lüde will auch keinen Zopf mehr tragen. Und dann ist ja morgens immer dann vor der Schule Arie gewesen mit Zöpfe machen, und weil sie ja doch sehr lange Haare hatte. Und jetzt ist sie richtig glücklich, sagt Gitte. Jetzt schwingt sie ihr offenes Haar dann immer so hin und her. Ist ja auch so praktischer. Gerade so für Kinder in der Schule. Dann ist das dann eine Klette drin und dann, aua, du tust mir weh und so, kennt man ja, ne? Zwanach hat er ja Weihnachtsfeier. Der kommt nach Feierabend kurz nach Hause, duscht sich und dann schnattert da ab, treffen sich in Harburg, dann gehen sie essen. Morgen ist wieder der normale OD-Tag. Heute darf ich von Dominik das erste Geschenkchen, Adventskalender-Päckchen aufmachen. Machen wir nachher zusammen, ne? Schokokalender haben wir uns jetzt keinen gekauft dieses Jahr. Dann machen wir die ersten zwei, drei Türen auf und dann wird er auch nicht mehr aufgemacht. Sniff Pack. Nee, Pack Sniff. Da wollte ich mir bei Lidl gestern was bestellen. Hatte ich denn alles soweit vorbereitet? PayPal, und dann stand da, sie waren bei Lidl zu lange angemeldet, ging nicht.
habe ich dann dreimal probiert und hatte die Schnauze voll. Es wäre nämlich praktisch gewesen, da hatten sie Winterstiefel, die ich mir gerne gekauft hätte, und Sven, nicht Hunter, auch Tränen, sondern so eine Winterstiefel, einfach nur so eine einfache, mit rausnehmbaren Socken, Schuh oder auch nicht, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls, die kam 17,99 €, Herren und Damen. Und dann hatten sie dann ein Weihnachtsgeschenk, hatte ich mit Gitte geschrieben, was ich ihr schenken könnte. Das war dann auch bei Lidl, da habe ich gedacht, oh, das sind ja drei Dinge auf einmal, herrlich. Ja, und dann der Kack da. Sie sind zu lange angemeldet gewesen. Melden Sie sich neu an. Wie ich auf meiner PayPal-Seite da war. Habe ich gedacht, nun kackt der Bär im Kreis die Bärenkühle. So, mal nach Hause. Normalerweise klappe ich ja immer unser Bett zusammen, aber wisst ihr, heute, Sven ist ja nicht da, der. Und dann müssen wir jetzt nachher dann um 9 oder so wieder ausstieben, das ist auch manchmal. Und wenn kein Besuch kommt, ich werde einfach nur das so lassen und, ne, soll's. Nicht immer Daily Grüße Moment hier. Augen drehen, guck mal. Okay, ich melde mich von zu Hause wieder. Tschüss. So, wieder at home. Noch ist es hell. Und heute darf ich mein erstes Dominik-Päckchen auspacken. Die Nummer 1. Trommelwirbel. Sogar mit Tannenbaum-Washi umwickelt. Ja? Odel? Möchte bei dir bleiben. Was steht denn hier jetzt für ein riesen LKW vor der Tür? Das sind ja hübsche, so platte Pailletten, die sehen aus wie goldene Sonnen. So. Aber so auf Gläser. Die kann man ja so ein bisschen biegen. Ist ja so metallisch. Und untenrum dann so. Hübsch sind die. Das war das erste Päckchen. Und hier die. Und morgen kommt das zweite.